herzlich willkommen zurück zu Lightning Returns. So, ich habe mir jetzt zwischen den Folgen mal ein bisschen so im Menü rumgeschaut. Also Kampfgarnituren und so ein Zeug, also so ungefähr 20 Minuten. Und da habe ich was Interessantes entdeckt. Und zwar mit dieser, wo ist sie jetzt? Schlachtaxt des Gläubigen. Gibt es einen Stärkungsdieb und da kann ich mit Krafthieb Courage, Ener und Hast vom Gegner klauen, das der Kaius nach seinem scheiß Körper und Seele macht, wo er sich auch heilt. Also falls jetzt mit diesen Rüstungen hier, was ich jetzt so ausgerüstet habe in der letzten Folge, nicht schaffen sollte, probiere ich es mal mit diesem Entkräftungs-Stärkungsdieb-Zeug da aus. So. Und jetzt beamen wir uns erstmal runter nach letzter Aufenthaltsort. Genau. So, zurück zum Tempel Etros. Ja. Zurück zum Tempel Etros. Heute noch, wenn es geht. Zeit ist Geld. Mehr oder weniger. So, da sind wir schon. Altar der Göttin. Zack, hier speichere ich nochmal. Zack. Und zwar, wenn ich diesen Kampf nicht gewinnen sollte, lade ich diesen Spiel schon einfach nochmal neu, weil ich habe die Zeit nicht zum Verschenken. So, auf geht's gegen Kaius. Diesmal im sexy Outfit. In this dying world, nothing is more precious than time. Why do you waste it on me? Does my victory still sting? Do you seek vindication? I'm not here to fight you. That won't wipe out the past. So you're here as the savior, to offer me salvation. It's for Yule's sake. She asked me. I refuse. I'm not asking for permission. The chaos here needs to be brought under control. I'm gonna do what Yule asks. You think you know what she wants. Even if one Yule prays for my salvation, another demands the opposite. Very well. Do your best, Hunter of Souls. Cleave the evil from me and save me, if you can. If you wish to have my soul. You must take it by force. So, auf geht's gegen Kaius. No more destiny, no more fate. Let's end this once and for all. So, Fluch, Dewahl und Deprotest. So, das war Präzisionsblocken, wunderbar. Oh, schick. I need more time. So, Fluch. Na, hörst du auf? Rapid-Hieb. So, Eisger. Polymera. So, Rapid-Hieb. So, Fluch, Dewahl, Deprotest. So, Fatalkerre. So, Fluch. So, Eisgar. Oh, verdammt. Übertrank. Und zwar schnell. Ja, was? Das gibt's doch nicht. Ich hab doch extra einen Übertrank eingeschmissen. Warum nimmst du denn nicht Lightning?
my plunder. So, let's go. Das gibt's doch nicht. Ich brauch Fluch. Jetzt mach. Ja, Übertrank. Komm schon, schmeiß ein. So, Fluch. So, Eisgar, komm schon. Und Polymera. So, komm schon. So, Diva und die Protess. Nein, ich hab nicht blocken können, verdammt. Eisgar. Oh Gott. Wow. So, perfekt. Eisgar. Wow. Alter. So, Fluch. Oh, oh, mega Flagge. Nein, zu spät, verdammt. Nein, nicht schon wieder. Komm schon, Übertrank. So, Polymera. So, Rapid-Heat, komm schon. Ach, komm schon, Lightning, du musst angreifen. So, Fluch. Das gibt's doch nicht. Mann. Ach ja, Körper und Seele ist ja wunderbar. Oh Mann. Nein! Oh, schnell, Vitaga. Oh Gott. Sag mal, dass ich den nicht zum Schock bringe, das gibt's nicht. Ach, leck mich doch am Arsch, du blöder Hurensohn. Mann! Victor! Mann! Kotz bitte an! Schnauze! Verlassen. So, dann nochmal neu starten. Mein Gott, kotz mich dieser Typ an! Ha. Ich sehe schon, komm, die ganze Folge nur diesen Typen versuchen. Was war jetzt das? Ja, keine Ahnung, ich schätze mal das. Mann. Okay, der Ladebildschirm passt leicht nicht zu dem Thema, was wir eigentlich gerade haben. Na gut, dann eben nicht. So, passt. Also, Kampf kann ich tun in der Zone. Dann. Diese Schlachtaxt des Gläubigen. Das sind bald niemand so stark, ist mir jetzt auch egal. Und jetzt. Diesen Krafthieb. So, ich hoffe, das bringt's. Haben wir nicht noch einen stärkeren Krafthieb? Vielleicht. Mal schauen. Nö, sieht nicht so aus. Gut, der Rapid-Hieb ist nicht schlecht. Gibt es da vielleicht einen, der wo ein bisschen stärker ist?
0,6. Nicht wirklich. Was nehmen wir denn? Was nehmen wir denn? 0,8. 0,5. 5. Ja, nehmen wir einfach mal das. Oder was bringt eigentlich dieser Rundumschlag, den wir drin hatten? Achso, ja, über 2 Offensive. Na gut. Wow. So, hier. Fluch bringt es ja auch nicht wirklich gerade. Haben wir vielleicht ein besseres Fluch? Sieht nicht so aus. Die Wahl haben wir vielleicht die Ene oder so? Ja, haben wir. Wunderbar. Vielleicht ein bisschen stärkeres Degener. Natürlich nicht. Erteilt Magieschaden und schwächt die magische Angriffskraft. Das ist schon mal sehr nutzvoll. So, die Protest. Haben wir da irgendwie was, das wo. Die Courage vielleicht? Sieht nicht so. Nee, haben wir nicht. Na gut, dann halt nicht. Ja, puh, keine Ahnung, ob wir es diesmal schaffen. Zack. 9 Spielstand. Zack. So, dann probieren wir es jetzt noch einmal aus. So, ich hoffe, jetzt schaffen wir es einigermaßen. Das können wir jetzt auch mal überspringen. No more destiny, no more fate. Let's end this once and for all. So, Fluch und die Protest. Na super. Gut, dann kommt es jetzt drauf an. Angriff. Rapetit bringt genauso viel. Nein, jetzt haben wir so scheiß Bahamuts Auge nicht geblockt. Das gibt's doch nicht. So, Fluch, die Protest und die Gegner können wir auch machen. So, Polymera. Verdammt. So, Fluch. Und jetzt Rapidschlag. Schnell Übertrank. So, auf geht's. Angriff, Angriff, Angriff. So, die Gegner perfekt. Feuerfinale. So, Fluch und die Gegner. Eisgar. So, Dick Ena. Haha, komm schon. Polymera. Ja, das hat es jetzt nicht so wirklich gebracht. Oh Gott. Ich sehe nichts mehr.
So. Wow. So, Courage-Entzug. Wow. Übertrank. So, die Protest. So, Innerentzug. Das gibt's doch nicht. Warum blockst du denn nicht, wenn ich auf Blocken drück? Komm schon. Geh in den Schockzustand, Kaios! Nein! So, D-Protest und Fluch bekommst du. Oh, na toll. Diagena. So, Feuerfinale. Komm schon. Let's do it. Rapiti. Diagena bitte. So, Feuerfinale. Komm schon. Komm schon, Lightning, das hältst du aus. So, Diagena. Rollebrecher, alles klar. So, Diagena, die Protest. So, Hastentzug. Wah! So, Courage-Entzug. Ah, verdammt, komm schon. So, Krafthieb. Auf geht's. Oh oh. Gut, dann eben Vitagor. So, Eisgar. So, Krafthieb. Komm schon. Oh oh. So, komm schon. Nein. Nein, nicht das, verdammt. Haben wir nichts mehr zum Heilen? Ja, schauen wir, ob es funktioniert. So, Feuerfinale. Oh ja, Gott sei Dank, es ist am Arsch. Was, sogar mit 5 Sternen, wie geil ist denn das? Boah, cool. Das veröffentliche ich jetzt, das ist mir jetzt egal. So, veröffentlichen. Puh. Boah, bin ich jetzt froh, dass der Enki besiegt ist. Boah, ich bin gerade echt voll erleichtert, dass der besiegt ist. Die Zeit können wir jetzt auch abwarten, bis der Beitrag veröffentlicht ist. Das ist mir jetzt egal. Das will ich jetzt veröffentlicht haben. Ja. Währenddessen kann man dieser tollen Musik eigentlich zuhören. Oh, wir haben
7 EP sehe ich gerade links unten. Gut, dann können wir die Zeit ein bisschen wieder anhalten. Und ja. Dann können wir noch in den Wildland ein paar Nebenmissionen abschließen. Zum Beispiel in die Siedlung gehen. Und ja. Dann machen wir uns auf zu den klagenden Dünen. Ja. Ja, also langsam können es mal veröffentlicht sein. Okay, ich warte jetzt maximal eine Minute noch und dann breche ich es doch ab. Wenn es überhaupt geht, keine Ahnung. Ah, Beitrag wurde veröffentlicht. Woo! So. Was bekommen wir denn Schönes? Nichts. Ja, das ist einfach super. You are the hunter of souls, but you cannot claim mine. Behold. Even if one Yule desires my salvation, another demands my rebirth. With each death and life, Yule's soul was splintered anew, the divided fragments melting into the ocean of chaos. She is one and many, a contradiction. When Yule pleads for my salvation, she speaks the truth. But at the same time, Yule cannot let me go. She must keep me here. So Yule is never gonna let you go. She is but a child. And a child needs to be looked after, especially when she is doomed to stay alone in the chaos. Yule is the unseen chaos, and the chaos will consume any world that it touches. She was always cursed, from the very beginning. Her power is too great, even if she wishes no harm. The very existence of the chaos must distort and warp reality. So tell me, Savior, in the world that God is building, can you welcome her with open arms? No, you cannot. It is a new future. And there is no place for her in it. We must stay here. The chaos is where we belong. That's your plan? You'll stay here with Yule and be destroyed along with the world. I am an empty shell. My soul is rotted away. I shall cast this body into the chaos. I shall be the shepherd of all the souls. Destined to wander the darkness, never to be reborn in the new world. Is this how you hope to atone for what you did? Do you think you can wash away the sin of destroying a world? Yule. You want to be with Caius? I want to stay. If you don't want salvation, I can do nothing. Now leave us, Savior. Do not confuse Yule any longer. But you see now, right?
why time was distorted, why the world fell apart, why you got dragged into Valhalla. It was all because of the power of the unseen chaos. And the chaos came from that girl, reborn and splintered, generation after generation. For Mule. It's under control for now, but the chaos could burst out again anytime. So you won't save everyone after all. Do you think you can live with that? I can't save someone who doesn't want to be saved. Die Wildlande. Hauptmission abgeschlossen. So, Yul und Kaius wollen nicht gerettet werden. Dann werden sie wohl für immer im Chaos umherirren. Savior. Can you hear my voice? Yul. It was you I heard. You spoke to me when I arrived in the Wildlands. I could see everything. I could see what you had to do here. So I called out from within the chaos. To all the people, past and future. I spoke to every person who would listen to me. Right. The doctor and everyone else here. Bit by bit, you managed to tell the story. And that story turned into a legend about the Angel of Valhalla, shared by everyone here. Then I owe you my thanks. I don't think we'd have found each other if it wasn't for you, telling that story. I only pointed the way to your destiny. You and he have always been bound by the strands of fate, since long before you came to the Wildlands. See, he was always yours. Your steed, your knight, your champion. You. It was you all along. A hell of a disguise. You had me fooled. Odin. My faithful friend. It's good to see you again. Ist ja geil. Unser Chocobo ist der Odin. Also das hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber cool, wir reiten auf Odin. Mehr oder weniger. So. Oh, was ist denn das? Chaosrache. Der Wunsch nach Chaos. Kaius Ballard beging ein unverzeihliches Verbrechen. Er wollte das Schicksal der Seherin Yul, die Wissen über die Zukunft in Tausch für ihr Leben erlangte, nicht akzeptieren und zerstörte deshalb unsere Welt. Er verhängte seinen eigenen Fluch, altersloses Dasein über die gesamte Menschheit. Um dafür zu sühnen, hat er sich entschlossen, mit den unzähligen Yuls der Vergangenheiten auf der sterbenden Welt zurückzubleiben. Sie sind eins mit dem Chaos und unerreichbar für mich. Das Licht Buniverses kann die Schatten, in denen sie leben, nicht durchdringen. Tja. Irgendwie schade. Aber was ist denn mit der Yul, die wo... Also die, der Noel eigentlich kannte und hoffte, dass die zurückkommt. Die Entscheidung des Wächters. Das unsichtbare Chaos besteht aus den unzähligen Seelen der Seherin Yul, die in einem Zyklus endloser Wiedergeburt gefangen war. All diese Yuls hatten das Verlangen, Kaius wiederzusehen. Und dieses Verlangen zog sie zusammen, bis sie zu einer amorphen Masse aus Hoffnungen und Träumen miteinander verschmolzen. Die Seelen Yuls sind nunmehr nichts als ein großes, konzentriertes Chaos. Sie können nicht mehr voneinander getrennt werden. Sollte Kaius in die neue Welt wiedergeboren werden, würden diese Yuls ihm auch dorthin folgen. Die neue Welt würde ebenso vergiftet werden wie diese hier. Könnte dies der Grund sein, dass Kaius sich dazu entschlossen hat, gemeinsam mit der Welt unterzugehen? Oder will er Yul jetzt, da sie keinen festen Körper mehr hat, in den sie zurückkehren kann, einfach nicht alleine lassen? Tja, gute Frage.
Odin. Lightnings Esper Odin ist ihr Vertrauter und Kamerad. Esper sind mächtige Kreaturen aus Valhalla, dem Reich der Göttin, und können nur vom besonderen Lissi gerufen werden. Odin besitzt zwei Formen, die eines großen Kriegers, dessen Klinge alles zerschmettern kann, und die eines geflügelten Rosses, das seine Meisterin hoch in den Himmel tragen kann. Na gut, geflügeltes Ross, ja. Also das Pferd hat irgendwie keine Flügel gehabt, aber es konnte fliegen. Und jetzt ist es im Prinzip ein Chocobo und kann es auch fliegen. Egal. Lightning wusste nicht, was mit Odin geschah, nachdem sie in Valhalla besiegt wurde. Erst später wurde ihr klar, dass er als Engel Valhallas wiedergeboren wurde. Hm, cool. So. Missionen und Aufträge. Wo das Chaos ruht. Lightning erfährt die Wahrheit über das große Chaos. Die zahlreichen Wiedergeburten der Seherin Yul verwuchsen miteinander und spannen ein Gewebe aus Chaos. Yuls Existenz wäre eine zu große Gefahr für die neue Welt. Kaios ist entschlossen, mit ihr in der sterbenden Welt zu verbleiben. Das Chaos, das ihn umgibt, ist zu finster. Nicht einmal die Erlöserin kann ihn retten. Tja, irgendwie schade. Gut, ein Fragment für den Dartsch brauchen wir noch. So, Kampfkreatur. Die Amazone lassen wir natürlich, aber... Boah, krass, wie geil ist denn das? Das verfluchte Dämonenschwert von Kaios bestückt mit dem Auge Bahamuts. Schockwelle führt bereits bei 75% des benötigten Normalwertes zu Schockzustand. Schnellschocker. Boah, krass, wie cool ist denn das bitte? Aber wir haben keine Schockwelle. Aber egal, das Ding wird ausgerüstet. Wuhu! Ja, das Ding ist schwächer. Das ist... Was sind das überhaupt? TB-Präzisionsattacke, haltet TB im Armament auf perfekt abgetimtes, physisch angegriffen. Ja, toll. Messingfalke. Führt statt Attacke den schadensintensiveren Anschlag aus, wenn man den Gegner von hinten angreift. Ja, das kommt sehr selten vor. Ja, das haben wir schon gehabt. Gut, dann können wir hier eigentlich... Tja, Das ist jetzt gut. Schauen wir erstmal, ob die anderen Dinge hier mit dem Schwert was anfangen können. Schade, dass ich das nicht doppelt habe. Leider nicht. Und hier wahrscheinlich auch eher nicht. Nein. Ja, toll. Gut, aber jetzt hier, was machen wir jetzt da für Attacken rein? Das ist jetzt doof irgendwie. Rapidhieb ist nicht schlecht. Ist ja auch sehr schnell. Krafthieb können wir im Prinzip raustun. Und dafür könnten wir eigentlich eine Sturmschneise reinhauen. Haben wir eigentlich eine gelbe Sturmschneise? Ja, haben wir. Und für Angreifen... Stufe 2... Da könnten wir... Was tun wir denn da rein? Eigentlich sollten wir... da den Rundumschlag reinhauen. Machen wir es mal so. Gut, hier haben wir Polymera, das eigentlich nicht mal so schlecht ist. Aber trotzdem würde ich gerne mal... Aerogar, Feuigar und Ruigar sehen. Deswegen machen wir mal Ruigar rein. Und da vielleicht Feuigar. Na, wo ist es? Da ist es. Und hier machen wir wieder unseren Depro-Test rein. Deval meinte ich. Gibt es da noch ein besseres? Oh ja, Deval Stufe 2 zum Beispiel. Und dort oben machen wir unser Bann wieder mal rein. Da ist es. So.
Gut, dann... Ah, geil. Hui. Schick, schick. So, dann speichern wir hier. Zack. Ja, und zack. Ja, dann nächsten Folge geht es hier weiter in den Wildlanden und dann werden wir auch noch versuchen, so schnell wie möglich zu den klagenden Dünen zu kommen. Also, danke fürs Zusehen und bis dann, Leute. Ciao.